Hallo und ein recht herzliches Willkommen. Ich heiße euch. Ja, willkommen. Jo. 8 Uhr morgens. Und was machen wir denn heute? Also heute ist ein schöner Tag. Und um 10 Uhr sollte ja eigentlich die. Aber warte, ich muss mal eben. Muss mal eben auf die Aufträge gucken. Auch die Aufträge. Gas geben. Ah, Florian, ey. Ja, womit soll ich das transportieren? Ich habe noch nicht mal einen Hänger. Was ist das denn hier? Ernten, ernten, ernten hört sich mal gut an. Unten geht meistens schnell. Ach, der Mike ist das, ja, genau. So, dann nehmen wir den Mikey. Dann machen wir das. Aber geht ja schnell, dann könnte ich den einfach. Düngen geht aber auch schnell, ne? Naja, komm, bevor wir Zeit verlieren. Kaffee. Ach, wo ich mir wieder beim Händler entlang. So. Ja, um 10 Uhr kommt die Leonie wieder. Von ihren, Bürgermeister Kongresstreff. Ja. Und da läuft das nicht. Ja, ich habe euch doch letztes Mal gezeigt, dass da hinten an der Ecke auf einmal Gras wächst. Ich steige da nicht hinter. Wieso? Ich packe es nicht. Aber egal, wird schon so seine Gründe haben. Okay, geht denn da ab? Moin. Was ist denn los? Wo sind die Geräte? Doch. Hast keinen Auftrag. Ach so. Okay. Stehen. Na ja, gut. Ja, dann. Mach mal fertig hier, Feld 8.
Nein. Nee, acht, ja. Genau. Gut, ach so. Ja, der Kaffee, danke schön. Welt 8. Ein bisschen spurten. Bin eigentlich schon wieder spät dran. Jetzt bin ich knapp 8 Wochen hier. Nee, ich bin 8 Wochen hier. Ich habe noch nichts auf die Kette gekriegt. Keine Hühner gekauft. Konnte mein Feld noch nicht machen. Ah, mein Kontostand. Ich halte mich gerade mal so über Wasser. Es ist nicht leicht. Ehrlich, also. Aber ich kriege es hin. Oh, mal gucken, vielleicht kriegen wir ja, kriege ich ja heute ein paar Felder mehr hin. Feld 8 war andere Seite. Egal. Es ist schon echt möglich, sag ich mal. Acht. Habe ich das doch letzte Mal gesät? Okay, geerntet, ne? Oder was war das? Ja. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Welt 8 ist schon mal richtig. Okay. Ah ja. Sehr schön. Habe ich natürlich wieder nicht geachtet. Er macht es ja auch immer wieder, ne? Da wieder zurückfahren. Weil ich den Dünger vergessen habe. Okay, das Schild, das, was da abgesäbelt wurde, war ich nicht. Er lacht sich natürlich hier da ein ins Häuschen. Ich knall auch sofort immer los. Also, verstehe ich nicht. Das sollte ich mal unterlassen. Ehrlich, also Auftrag sofort ausführen zu wollen, aber nur mit dem halben Material. Ja, geht gar nicht. So.
Beinahe wieder falsch gekauft hier. Nee, ja gar nicht. Gut. Dinger. Kalk. Teuer, ey. 1000 Liter. Das nächste wird ja wohl reichen, ne? Ja, falsche Dünger oder was? Jetzt die Spritze ausfahren, aber Quicken. Auch nicht. Tja. Da mir irgendwie ein Hinweis, wo ich hier einen Dünger herkriege. Ja, dann gucken wir mal im schlauen Buch, ne? Gülle.
Aha. Wenn ich es verstanden habe, muss ich mir. Oh. Noch so ein Ding da kaufen. Ach. Jetzt hier. Quatsch. Eieieiei. Also, da muss man echt mal was rausfinden hier. Düngertank. Weil ich hab, habe ich. Zurück. Zurück. Wetter einfüllen oder was? Oder wie? Noch so einkaufen? What? Ja, gut. Jetzt. War Zeit verloren da. Ich mach sich halt alles bezahlt. Ich mal meinen Hof irgendwann fertig habe, dann brauche ich den Händler auch nicht mehr. Kaufe ich. Produziere ich da alles selber. Besten Dünger, den es überhaupt gibt. Ja, aber der hat mir sofort einen neuen Auftrag gegeben. Er hat das Geld ja auch, ne? Also, er muss ja richtig verdienen. Ja, die anderen hängen natürlich hinterher, ne? Also ich zumindest. Was? So wie. Wie Aufträge reinkommen, so bearbeite ich das ja auch. Hört sich das ja eigentlich auch, ne? Auch ein paar Millionen hätte, dann würde ich auch sagen, ey. Weißt du was? Dafür stehe ich noch nicht mal auf oder so. Aber man kann sich das noch nicht aussuchen. So. Noch nicht. Ja. Ach, da war Glück gehabt, der Keule. Der Keule, der. So. Wollen wir mal.
Verhaspelt die Bude, wa? Ja, gut, ja. Oh, die Schüler rein. Passend. Auch ein bisschen. Passt das schon. Eine wackelige Angelegenheit. Bisschen rüber. Vorne so ein bisschen geschlinzt ab. Das klappt. Klappt natürlich. Ist er erstmal wieder einfahren. Ausfahren, ja. Ja, mein Chef, der hat sich auch mal gemeldet. Ja, heißt auch mal. Hat sich gemeldet. Wir stehen ja in Kontakt. Und, ja, mein ehemaliger Chef. Und er fragte mich, ja, wann kommst du mal wieder vorbei und wie läuft halt alles so bei dir? Oh, sag ich, schleppen, aber läuft. Ja, sagt er, so kennt man dich. Und, ja, sag ich, ich momentan ist stressig und viel zu tun und er wollte wohl mal hören, wie es mir geht und was so voranläuft. Ja. Mein LKW hat er ja auch noch. Gibt er nicht ab, sagt er. Und finde ich gut. Sobald ich jetzt Leben vom, wenn ich jetzt die Nase voll habe vom Bauernleben, dann würde ich doch wieder zurückkommen. Mein LKW steht bereit. Habe ich ihm versprochen und noch gebe ich nicht auf. Also noch schmeiße ich die Flinte nicht ins Korn, oder wie sagt man das? Na gut, dann würde ich wieder von Null anfangen, aber okay. Jederzeit, hat er gesagt, jede Zeit kann ich wieder kommen. Haben aber auch ein, die haben Nerven hier, die Leute, echt. Wenn wir das in der Großstadt machen würden, die würden uns lynchen. Weil ich dränge beim Arbeitsplatz.
Nein. Ja, gut, super. Also um 10 Uhr kommt sie ja, aber ist auch wieder gutes Geld heute wieder. Und der Händler, der hat einen Neffe, der sucht einen Job, beziehungsweise ja, einen Ferienjob. Hat er mich gerade noch gefragt, hat er immer das Interesse, dass er dir so ein bisschen hilft, dann sag ich immer, ich weiß ja gar nicht, was er kann. Ja, ihr könnt ja wohl Traktor fahren, weil sein Opa wohl hier auch Feld hat und da hat er wohl auch mal öfters mitgeholfen. Ja, sag ich ja. Ja, sagt er, denkt daran, du hast viele Aufträge noch offen, ne? Weil ich habe ihn die Aufträge auch schon rübergegeben. Und dass er weiß, was er mir zur Verfügung stellen soll. Weil ihr habt ja gerade selber gesehen, ne? Ich hole die Dinger immer ab und will loslegen. Ohne Füllung. Kommt gut. So, ja, dann kriege ich die Wiese auch noch was. Ja, super, hat doch gut geklappt. Ja, ich bin am Überlegen, ob wir den kurzen Auftrag erteilen. Macht er ja auch nicht umsonst. Klar, wer für mich arbeitet, soll auch was verdienen, ne? Ich habe gesagt, ich werde mir überlegen, wenn ich gleich wiederkomme, um Gerätschaften mir abzugeben, dann kriege ich eine Antwort. Na gut, je schneller ich mit Aufträgen durch bin, desto besser ist er für den Ruf, ne? Ein Ruf. Halb neun. Also irgendwie habe ich warte mal, ich muss gucken. Alles klar. Rede ich ja gut, jetzt habe ich mir zu viel geholt, aber ist auch egal. Jeden Fall. Ja, umso schneller ich mit die Aufträge fertig bin, desto schneller kann ich mit meinem Hof weitermachen. Und schneller kriege ich auch mehr Kohle. Mich ja auch irgendwann mal ernten, was ich sehe. Aber macht schon Spaß. Aufträge kommen rein. Schneller, wie ich gedacht habe. Bricht ja gar nicht irgendwie ab. Ja, gut, mein Feld kann ich jetzt vergessen hier.
Da hinten. Diese, da ist, ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Gut, ich habe zwar noch was im Tank, aber ich kann halt ja auch hier nicht irgendwo hinschütten. Teich oder so. Schon alles wieder ordnungsgemäß abgeben, dass er entsorgen kann. Händler. Alles klar. Ja, dann kannst du ein Äffel sagen. Soll dann zum Feld 28 kommen. Da kriegt er. Kann er sich mal ein bisschen beweisen. Dann machst du mir bitte Leonie für Feld. Ich helfe Ihnen. Genau. Ich bin halt jetzt nach Feld 28 und er soll dann da hinkommen und kann sich beweisen. Dinger, ja. Muss ich nachher mitnehmen dann. So. Oh. Dann kann er mit dem Ding hier fahren und ich fahre dann oben hin. Noch ein Schild. Boah, heute habe ich zwei Schilder. Heute habe ich zwei Schilder. Gewissen. Jetzt auf den Holzweg. Ach, da ist 28. Gegenüber von mir. Ja, super. Weil ich habe jetzt den Kreis da gesehen und dachte ich, jetzt fährt jetzt es hat ein neues Feature von dem Spiel, dass er dir anzeigt, wo du hin musst. Naja. Gut. Er wird schon da wahrscheinlich sein. Ja, läuft. Boah. Und wenn der Kleine da ist, ich denke mal, dass so ein Kleiner ist.
Können wir schon mal loslegen hier. Chris Granada. Aber ist nicht schlimm. Also. Ich kann eh den Traktor holen. Zart. Könnte natürlich möglich sein, ne? Ach, da steht er schon. So. Klar. Mal raus. Ach, jetzt soll ich wieder zurückrennen. Voll machen. Ja, wie gesagt, also sollte er seinen Job gut machen, dann hole ich ihn auch öfters. Warum nicht? So. Ein bisschen eilig. Oh gut. Und wir haben auch einen weiten Weg vor uns mit der Abgabe. Da gucken wir mal ein bisschen zu, oder? Ja gut, da war ja nicht gelogen, oder? Also ja, ach, das ist schon recht ordentlich. Recht ordentlich macht er das, ja. Ja gut, wer schon als kleiner Döpsken da mitgefahren ist mit seinem Opa. Ja, warum denn dann nicht, ne?
10 Uhr wollte ich mich mit ihr treffen, mit der Leonie oben im Schlosshotel. Aber Restaurant oder was da auch immer sein mag. Darum muss ich jetzt ein bisschen auf Zeit achten. Weil Mädels soll man nicht warten lassen, ne? Recht ordentlich macht er das. Junge, Junge. So, ich glaube, ich sollte dem mal etwas entlernen gehen. Da waren jetzt 2. Oh. Schön, ne? Wenn man zugucken kann, wenn andere arbeiten. Ja, also wie gesagt, also da oben, da ist auch ein ja, Restaurant, Hotel. Im Turm drin selber sind die Zimmer für Schlafmöglichkeiten. Und davor dieses Gebäude sollte, glaube ich, dieses Restaurant sein. Ja, und was die später mit dem Rest da hinten machen, das, entweder bleibt das eine Ruine oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Wenn wir dann nachher da oben sind, dann werde ich euch nochmal zeigen, weil ich ja sagte, wie das damals ausgesehen haben mag. Alles hier Bäume, also Wald. Ja, kann man jetzt von da oben am besten sehen. Egal wo man hingeguckt hat, also Bäume, 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 Bäume. Ja, und jetzt sind eigentlich 15% Bäume nur noch. Wenn überhaupt. Ja, und so viel ja, Flächen, wo man Bäume setzen könnte, die nicht stören. Ja, also da oben zum Beispiel, da könnte man Bäume noch setzen. Ja, das haben die Bauern ja, nachdem die hier diese ganzen Grundstücke den König quasi abgekauft haben, um ihre Felder drauf zu ernten, zu machen. Ja. Gut, haben ja so, wie man sieht, nicht alle Bäume wegrasiert. Was mir jetzt so gerade mal im Auge sticht. Ach so.
Du hast gesagt, er wäre ein Baum ohne alles. Andi! Immer eben alle rauchen, ne? Ja, nicht hier auf dem Feld. Geh da vorne auf mein Grundstück. Ne? Bis gleich. Kann ich schnell auf Toilette gehen. Da ist wiederum Vorteil und Nachteil. So. Aufträge gleich gucken und dann ist alles gut. Nochmal eben schnell in die Aufträge gucken. Schnell gucken. Sagt denn Auftragslage 27 müsste auch gemacht. 27? Direkt daneben. Ist ja gleich fertig. Ja. Gucken wir uns das Resultat an. Und ja. Also Kinders. Ne? Den Junge kann man gebrauchen. Der ist ja wohl tippitoppi. Ey, Junge. Ja, aber Hürden meine ich. Also. Ohne einen Halm stehen's. Was denn? Ehrlich. Fahr doch, bist du frei? Nein. Gott, nee. Was ein Dulli, Mann, ne? Andi, aber hier hast du welche vergessen, ne? Musst du auch noch machen. Will zwar nicht. Genau, soll ich sein, aber. Denn schon, ne? Andi, ganz gleich. Ach, was die Reihe auch noch machen. Ah, mach die Reihe auch noch. Schon guter Junge.
Gut. Hast du gut gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ich kann ja nicht meckern, ne? Ist auch die paar Dinger hier, da ist ansonsten tippitopp die Arbeit. Hab ich jetzt 400 Euro dafür gegeben, alles gut. Da ist sich gefreut. Ein junger Bursch. Dinger, da kann ich auch abmachen. Naja. Aber er hat sich gefreut, ja. Guck mal, da hat man wieder einen Menschen glücklich gemacht. Da hat man, hat man ihm Geld gegeben. Er durfte ein bisschen fahren. Dann, ja. So schnell macht man einen Menschen glücklich, nicht? Aber gerät ja zurück, man kennt mich. Ja, guck mal, 9 Uhr, also gute Stunde, also daher verdient man 400 Euro in einer Stunde. Hat er gut gemacht. Aber sogar zwei Menschen glücklich gemacht. Einmal hat er was verdient, der eine hat was verdient, der andere hat sein Feld halb fertig. Läuft. So. Er kriegt seine Maschinen wieder. Oh Jungs, wartet mal das Ding hier. Sollte man mal machen. Wie sollte ich das nicht machen, sondern der Besitzer reparieren. So. Da ist ein gutes Stück mal hier stehen. Ganze gleich mitnehmen. Hinfahren, hinrennen. Der Bahn. So, ja, gut. Hat er sich gefreut. Oh. Naja, die ganze Suppe hier weg. Eben schnell die Plane. Warte mal, wo ist das denn hin? Ich fahre mal hier lang. Da stört mich keiner. Plane eben zumachen.
Irgendwas da oben. Ist klar. Oh, ich habe mir mal so ein bisschen ausgerechnet, mein ganzer Umbau, den ich hier vorhabe. Da geht schon in ein paar Millionen rein. Da wollen wir Bürgermeister das auch nicht will. Ja, nicht paar Millionen, aber paar Tausend, da gehen schon drauf. Jetzt verstehe ich das. Ich habe mir den Silo dahin bauen lassen, da weiß er ja auch noch nicht. Und den Hühnerstall. Und ich denke mal, der Geld nicht dafür hab. Wenn wir auch nicht großartig hier eine Bank noch Schulden machen. Naja. Vielleicht rentiert sich das ja alles, vielleicht aber auch nicht. Ist ja immer so eine Kalkulationssache. Wenn ich es richtig kalkuliert habe, dann könnte ich Gewinn machen. Wenn ich es kalkuliert habe, dann kann ich die ganze Schote hier für ein Apfel und ein Ei verkaufen. Sinn des Wortes, Apfel und Ei. Warte mal, ich kann hier lang, weil. Hier oben lang und dann fahre ich da unten wieder runter. Okay. Ja, da tue ich mal umgucken. Cool, Otto, das sage ich jetzt mal nicht. Ich und kann ich ja auch nicht tun. Achso, erstmal die Plane abmachen. Für einen Zugang in diesem Land. Hier, ne? Ich könnte jetzt über den Wiesen fahren und aber brauchen wir nicht, ne? Ordnungsgemäß, so wie gehört. Dann ist mal die Feldbesitzer fragen, ob ich hier Rasen mähen darf. Weil ich nicht einfach so machen, ne? Kohle für mich. Ich ihn auch einen Abnehmer dafür. Aber ist nicht schlimm, dann könnte ich das nämlich bei mir lagern. Keine Lagerhalle. Naja, ich muss mir was überlegen. So. Nein. Gut, jetzt habe ich die Dinger da auch gekauft. Toll. Jetzt, zacht. Kippaff. Machen wir mal, wa? Ist ja mein.
Er hat sie nicht gekauft. Richtig gekauft. Jetzt gucke ich mal, ob ich da bei mir wieder abladen kann. Ist ja nicht schlimm. Solche schönen Container. Behälter. Sind so lange im Unterstand packen, so lange lagern. Schon hier reinpacken. Schon was hier drin, ne? Zumindest hat er angenommen. Warte mal, und welcher bräuchte? Fahr mal Fahrrad. Welches war bräuchte? Befüllung starten. Ja? An. Ach, guck mal einfach, ich hier alle reinballern kann. Da drüben alles. Habe ich denn da jetzt reingeknallt? Kalk. Okay. Läuft. So, sind wir schon wieder. Auftrag habe ich erfüllt. Okay. Aber hast du für mich? Ach, warte. Später. Ha. So, ihr Bohnen. Gib mir mal. So, ja, Bohnen. So. Alles gut. Tausend. Weiß ich nicht. Gib mal. Ja. Zwei. Aha, 1000. Oh, 3000 voll. Schön Ding.
Zack. Ja. Sojabohnen. Nix Weizen. Na, warte mal. Oh, hier entladen. Nochmal. Schon voll? Schon wieder welche gekauft. Ach, auf wie Platz sind. 27. Ich abgesenkt habe. Er läuft doch. Es muss aber auch rucki zucki gehen jetzt. Wie gesagt, also um 10 Uhr ist Treffen. Also hat sie mir gesagt gehabt, bevor sie gegangen ist. Bevor sie. Ja. Stimmt. Als sie er hat denn nochmal gesagt? Keine Ahnung, auf jeden Fall wurde mir ausgerichtet, ich sollte um 10 Uhr da sein. Einer sagt, wir um 10 Uhr da. Na, was machst du mit mir? So, oh, wird aber nichts so.
Befugen noch. Der Rasen ist ja auch hier ein Ackerland, ey. So staubisch, ist alles hier so in der Sonne. Ah, Sonnenblume, Sonne, das verstehe ich. Na gut, das sind die Krater hier drin, also. Ist doch eigentlich relativ egal, wie ich die sehne, oder? Eieieiei. So, die Dinger werden verteilt. So, ich denke mal, es wird heute mal eine längere Folge. Und wir sind schon bei Folge 9. Und ja. Freut mich richtig. So, euer Feedback da ist. Aber wie gesagt. Das macht mir auch Spaß. Natürlich ist die Geschichte, die ich euch erzähle, auch frei erfunden. Ohne irgendwelche Notizen oder sonst irgendwas. Das nennt sich dann Improvisieren. Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, es wird noch richtig spannend. Schon alleine mit meinem Bauernhof. Und ob er mit der Leonie ausgehen wird, da weiß man auch noch nicht, so weit bin ich auch noch nicht. Das denke ich immer Folge für Folge. Anders, ne? So. Sagen, es wird ein bisschen eng, ne?
nichts offen. Zu die Dingen, fallen die Samen raus oder die Vögel, die greifen an. So. Obwohl ich auch B gedrückt habe, aber naja, läuft. Ja, ich würde sagen, noch, er fällt noch eben schnell fertig und dann hoffe ich doch mal, dass ich noch pünktlich dahin komme. Ich eher erstmal beichten, dass ich so ein bisschen Bockmist gebaut habe auf ihr Feld. Dass wir so einige Stellen kahl bleiben. Aber zu der Ernte, beziehungsweise, ja, Ernte, sag ich mal, gehen sowieso laut Information 25% ist ja eh Schrott. Alleine wegen der Witterung und die Tiere, die knabbern daran und klauen die Samen raus. Also aus einer Dokumentation habe ich dieses erfahren. Ist zum größten Teil ca. 25% plus minus. Aber das ist alles mit einkalkuliert und die Witterung, die macht auch Natur, die mal Regen, mal kein Regen, mal Frost und kein Frost und ja, dann kommt der Morgentau und dann zu viel Regen und dafür alles mit einkalkuliert. Aber 85% ist eine gute Ernte. Nee, nicht 25%, 15%. Entschuldigung. War jetzt ein bisschen viel. Also plus minus null, also zwischen 15 und 20%. Sagen wir mal so. Ich würde eher sagen 15%, ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Bin nicht in Wirklichkeit ein Bauer. Weil die Viecher, die sind ja immer da, die Raben und die anderen Tiere, die da, die Samen klauen, und ein Bauer kann ja nicht den ganzen Tag rumfelsen und die Raben da dafür Tiere sind, wegscheuchen.
Darum bespritzt man das Zeug ja auch mit irgendeinem Zeugs. Ach ja, und Insekten im Fall käme dann auch noch mit dazu, wenn sie nicht die Sachen alle etwas sprühen würden gegen den Wildwuchs und Insektenbefall. Jetzt haben wir 8:30. Ah, da sitzen die Tierchen schon wieder. Na gut, hätte ich die Hilfe nicht gehabt, also. Dann jetzt glaube ich noch an dem Feld. Abernten. Ja, also wenn Ihnen das Spaß gemacht hat, dann kann er da mal morgen oder übermorgen natürlich wieder mitmachen. Kleines Geld. Da hätte ich gerne mein Geld auch verdient. Damals mal jung und knackig war. Schön Stündchen arbeiten, dicke Patte. Aber ich sag mal, ich kann mich nicht beschweren. Ganz und gar nicht. Ich habe immer eine schöne Kindheit gehabt. Auch von dem her hat man sowas hier, was wir jetzt hier per Computer machen, war früher mit Matchbox-Autos gemacht. Traktoren. Hot Wheels und Matchbox, Siku, die Marken alle hießen. Rappelt ja diese No-Name-Teile, super, super billig waren, aber wirklich super billig. Gut, ich muss sagen, waren auch schöne Teile dabei. Aber wie gesagt, aber auch super billig. Scheiben in Schwarz gehalten. Der Unterboden aus Blech oder so, sondern aus Plastik. Also ziemlich billig gehalten. Aber dafür haben sie sich natürlich was einfallen lassen. Wenn er das Pkw im warmen Wasser getan hast, dann hat sich dann die Farbe geändert. Schon toll. Ja, das war so die Kindheit. Ah, und dann kam die erste Spielkonsole. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann, oder googelt mal nach einem CBS. Bin mir jetzt nicht sicher, 2800 oder wie hieß das Ding? Ich
was es da für Teile gab. Das sind Donkey Kong Spiele. Habe ich gefeiert. Gab es das erste Rocky-Spiel davon mit Handschuh, also beziehungsweise Gamepad. Also, das war schon mega Highlight. Und ja, danach, was war denn danach? Nicht sicher, aber ich glaube, danach kam irgendwie Atari. Dann kam Nintendo gleichzeitig. Boah, keine Ahnung, ey. Weiß ich nicht mehr. Nach Atari 2600 hatte ich denn da? 200. Glaube. Glaube, da hatte ich den C64. Danach, nach dem C64, hatte ich den Amiga, Amiga 2000, nee. Amiga, oh. Amiga 500. Da gab es noch einen weiteren Amiga. Genau. Und danach fing es richtig an. Danach hatte ich den C64. Ja, genau. Und den hatte dann so gut wie fast alle aus meiner Straße. Ja, und dann ging es los. Diskettentauscherei. Ja, und dann konnte man noch in der Bibliothek konnte man C64, ja, für den C64 noch schon echt Asbach alt Geschichte jetzt, aber da konnte man noch Spiele kaufen, ja, für den C, nicht kaufen, aber allein für den C64. Da war so wirklich der absolute Schrei. Und dann ging das los mit den ganzen PCs. Wo bin ich denn da hängen geblieben? Aber ich hatte nach den C64 hatte ich auch PlayStation 1. Stimmt. Ja, genau. Und dann ging der damit los. Richtig. Ja, und da hat man die Dinger umgebaut. Und da hat man gebrannte Spiele gespielt. Für die blöden Dinger, da hat man auch wieder ein paar Euros, ein paar Mark bezahlt. Ja. Und dann kam die PlayStation 2 raus. Ja, und dann die PlayStation 3.
Und da war dann das Ende für mich mit der Blazy, weil ich in der Zeit schon einen PC hatte. Natürlich nicht den Highlight-Teil, aber spielbar. Ja, und wenn man so heutzutage nochmal zurückguckt, also so ein, keine Ahnung, was ich der Verein hatte. Also kein Top-Teil, aber da konnte ich noch Rollercoaster einspielen. Da war aber kein 486er, da weiß ich. Da war noch mit Windows. Windows 98. Genau. Da fing das an. Windows 98. Windows 98. Danach kam ja also die Zwischenteile. Und da kam irgendwann mal Windows XP, wo ich mich reingearbeitet habe. Fand ich eigentlich noch ganz ordentlich. Dann kam das Windows Vista, irgendwie so. Ja, ein Kollege von mir sagte, ja, top und bla und blub. Ich kam gar nicht damit zurecht, war nichts für mich. Ja, und dann kam Windows 8. Da war wieder was für mich. Dann sollte ich irgendein Programm vergessen haben, bitte schreibt es unten in die Kommentare. Ich kann mich jetzt nicht mehr so wirklich dran erinnern. Und bevor ich jetzt Windows 10 hatte, hatte ich noch Windows 8. Ja, Windows 8. Jetzt habe ich ja irgendwas durcheinander gehauen. Also wie gesagt, auf jeden Fall bis zum heutigen Zeitpunkt in der Szene. Und selbst damit kenne ich mich noch nicht wirklich aus. Also ich habe schon echt jetzt, weiß ich, anderthalb Jahre in der Szene. Und manchmal bin ich noch Sachen am Suchen, die so simpel sein müssen, die man eigentlich so schnell finden müsste wie die Schuhe vom Bett, aber nö. Oh, ich werd zu alt dafür, aber glaube ich nicht. Ja, früher habe ich meinen Sohnemann das alles so erklärt, wie was funktioniert, und heute kommt er an. Weil er macht das ja so IT-Technik. Und jetzt kommt er und erklärt mir das. Ich denke mal, auch wenn er sich hier dran setzen würde, dann wird er auch hier eine Mod hinklatschen ohne Ende. Mod machen. Und da fördert er die Zeit nicht. Macht seine Ausbildung und oh, wir könnten das doch noch schaffen bis 10 Uhr. Ja, dann wird die Folge doch ein bisschen länger. Ich hoffe, das stört das nicht. Also mich nicht, weil macht Spaß. Und so ein kleiner Hauch in meiner Kindheit habe ich euch jetzt auch erzählt. Kennt der eine und der andere das noch alles.
wenn ich das da erzählt habe. Ja gut, dann kamen noch die kleinen Dinger hier, wie so ein Seat, ein Seat. Seat? Nee, Seat ist ein Auto. Wie heißt der Teil? Ist auf jeden Fall auch eine Spielkonsole. Sega. Jetzt habe ich es wieder. Sega. Sonic und alles. Ja. Und auch. Das war schon lustig. So, eigentlich mit 25 Körner. Noch einmal befüllen gehen. Hab ja noch genug. Sega, ja. Oh, Fiddle 4. War nicht so geplant. Ja gut, ich habe mich jetzt einmal verfranst. Heißt verfranst, aber. Ja. Boah, Schild. Ja, habe ich vor heute drei Schilder auf dem Gewissen. Ich steigere mich. Und ja. Natürlich lohnt sich das jetzt nicht, ganzes Paket anzufangen. Weil ich habe ich, ne? Das nehme ich natürlich auch wieder mit. Kann ich auch. Brauche ich nicht. Stehen. Noch ein Schild. Das war ja aber hier lang. Da rasiere ich kein Schild mehr ab. Junge, Junge, Dirk. Anderthalb Bahn muss ich jetzt noch ein bisschen holen. 10 vor gleich. Ich hoffe, dass sie sich ein bisschen verspätet. Weil ja, dann passt das ja. Nein. Oh, das meinte ich mit verfransen. Weil das kostet alles Zeit. Zurückfahren, nochmal ansetzen. Nur weil ich jetzt gedacht habe, der wäre nicht. Ja, und dann. Ach, der war da will ja. Jetzt aber. Oder? Jung, it could be. So, natürlich werde ich gleich nicht mit der Tür ins Haus fallen, wenn ich da oben, aber ich wollte euch die Aussicht noch mal zeigen. Da werden wir dann gemeinsam da hochdüsen.
Falls einer die schon kennt, ja gut, dann kennt er die. Wer die noch nicht kennt, dann wird er sie gleich kennenlernen. Ist eine schöne Aussicht. Oh, da muss ich nochmal hier hochfahren. Schlimm. Oh nein. Ah, das kommt davon, wenn man jetzt alles so das gebrochene Bein machen will, ne? Na gut, ich sag mal, vor. Gut, das schaffen wir, das ist kein Ding. Zurücksetzen. Da. Ah, da sieht man schon die Geier wieder, ne? Das meinte ich vorhin auch mit die 15% Verlust des Saates. So. Das war's. Nein. Schneller. Ja, Leonie, werde ich auch mal fragen, ob ich hier den Rasen mähen soll. Schild, alles klar. Wir haben 10 vor. Und ja, wie geschätzt, läuft das, ne? Ja, ich weiß, ich habe keinen Linker gesetzt, ist mir auch momentan Schnuppe. So, das war dann Auftrag 2. Ja, ich habe die Dinger gekauft, ich werde irre. Dinger auch wieder verkaufen? Nein, ne? Ach so, dann gehe ich mal P Garage. Tatsache, ich kann die Dinger nicht verkaufen. Dann leih mir mal einen Hänger. Leih mir mal einen Hänger. Ja, da brauche ich den Hänger, dann brauche ich noch den Frontlader, brauche ich noch, was der 8000. Nee, warte mal, kostet der, wenn ich den leihe? 80 Euro. Nicht mehr den.
Warte, nee, nee, nee. Und zwar den hier. Hier. 1, 2, 3 Paletten. Kostet auch 80 Euro. Oh Mann, ey. So, ja, okay. Und zurück. Und Lader. Oh Mann. Schon mal da. Jo, hab ich. Ist klar, okay. Jetzt brauche ich Frontlader. Dann gib mir den. Boah, 54 Euro. Kaufen. Ja, und natürlich die Gabel. Ja. Zurück. Weil ich mache das nämlich jetzt so, ich packe das auf den Hänger drauf, dann ja, das machen wir mal vernünftig. Und dann stellen wir das nämlich auf den Hof. So. Ne? Nehmen wir schon mal unsere ersten Güter lagern. So, ja, ich wollte jetzt gerade den Hänger. Oh. Ist ruhig. So, ich wollte nämlich den Hänger gerade auch ankuppeln. Will ich nämlich im Kreis fahren. Okay, nicht gut. So. Ich hoffe, dass die Gabel auch stimmt. Ja, Lagerkapazität habe ich ja auch. Garage rein, fertig. Möge mir verzeihen, was zu spät käme. Ein Spanngurt dran. Ja, so fange ich dann an, so langsam zu lagern. Aber momentan habe ich echt weiß Ah, Stapler wäre doch besser gewesen. Ich hoffe. Dir schwer. Aber ich sage immer so schön, der Ruhe liegt die Kraft.
Ist kein Stapler, ne? Hoffe, der hat Spanngurte. Ups. Also. Ist dann auch ein kleiner Hänger. Mag es nicht, wenn ich zu spät komme, aber Zeit geht vor, ne? Quatsch. Sicherheit natürlich geht vor. Wisst ihr was? Kleine Hänger. Gefällt mir. Kann den ja so kaufen, wäre vorteilhaft, aber wäre auch vorteilhaft, wenn man Anbauteile machen kann. Das wäre ja schon wieder, ja. Wagen jetzt behalten würde, dann haut mich der Händler. Natürlich mache ich das nicht. Stell das in eine Garage rein. Habe ich Saatgut schon mal zum Lagern. Könnt ihr auch draußen? Dann klauen sie mir dort. Natürlich klauen sie halt nicht, aber. Aber ist halt so. Witterung und. Ich weiß nicht, wie er das hier auch lagert. In der Stadt kann ich das nicht unterbringen. Das ist eine Werkstatt hier. Hier aus. Hier könnte ich das hinstapeln. So leicht unterdacht. So. Nicht gut. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut.
Stell das nicht an der Straße. Na. Zum Balkon. Ach ey. Jetzt hast du so viel Platz und doch kein Platz. Ich kann das da reinstellen. Ja. Stell das so lange hier drunter. Hat er eh keinen Besuch. Ja. Oh. Aber heißt denn Clown? Clown kann mir das hier keiner, weil die Dinger sind ja sehr schwer. Aber Wildkatze rumrennen. Daher. Oh, jetzt bin ich mal auf eins gespannt. Halt wirklich übereinander stapeln kann. Die Realität auch. Natürlich müsste man jetzt einen Stapler dafür haben, weil das vielleicht ein wenig leichter. Mal gucken, was mein Hühnerauge dazu sagt. Der Hörherr wird da wohl passen. Ich kenne auch einen guten Glaser, die die Scheibe jetzt anschlagen sollte. Die Optik sieht ja gut aus. Sieht da gar nicht gut aus. Welten sind leichter. Kann man so lassen.
So. Ja, meine lieben Freunde, würde ich mal sagen, ich bringe jetzt fix noch die Sachen weg, die ich mir jetzt ausgeliehen habe. Und dann mache ich mich zum Schloss, Restaurant. Und ja, wenn ihr wollt, dann könnt ihr morgen wieder einschalten. Vielen Dank fürs Reinschauen. Denkt an die Däumchen, an die Abos. Und ja, habt einen schönen Tag, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, bis zum nächsten Mal, aber ich fahre ja noch. Oh, machen wir eben fix. Ist ja ärgerlich, dass man nicht alles auf einmal da reinlegen kann. Ach doch, habe ich doch den einen Tag auch gemacht. Gabel. Gabel. Da rein. Zigarre. Und dann den Aufbau. Ja. Okay, so, in diesem Sinne, lasst euch nicht von den Bettwanzen beißen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin dann mal weg.